So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim Einzel-Live-Talk-Radio. Unser Thema heute Nacht heißt, ich habe kein Mitgefühl. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die an sich selbst beobachten, dass sie eigentlich nicht sehr intensiv mitfühlen können. Auch wenn schlimme Dinge in ihrer Umgebung passiert sind, dass sie kein Mitleid empfinden können, einfach nicht mitfühlen können. Vielleicht war das immer schon so bei euch, dass euch viele Dinge kalt lassen, oder vielleicht ist das seit einem bestimmten Ereignis, vielleicht ausgelöst durch einen Schock. Dann möchte ich gerne mit Leuten reden, die sagen, ich habe mit dieser Person kein Mitgefühl, obwohl alle anderen das haben, aber ich habe mit dieser Person kein Mitgefühl. Und ich würde auch noch gerne mit Leuten reden, die sich, naja, sagen wir mal, das Mitfühlen und Mitleiden abtrainiert haben aus Selbstschutz. Vielleicht die in sehr anstrengenden Berufen arbeiten im Pflegebereich oder die als Nothelfer irgendwo eingesetzt werden, wie auch immer. Also das Thema heißt, ich habe kein Mitgefühl und ich möchte gerne mit euch darüber sprechen. Und wenn ihr das auch gerne wollt, dann meldet euch 0800 220 5050 oder mailt domian@wdr.de. So, der erste Anrufer ist Jürgen und Jürgen ist 28. Guten Morgen. Hallo, guten Morgen, Domian. Ja, hallo. Hallo, Jürgen. Sagst du das von dir, dass du kein Mitgefühl hast? Ja, also ich habe kein Mitgefühl für den Tod von meinem Vater. Mhm. Mein Vater ist im August 2002 verstorben. 2002? Ja. Ja. Mhm. Und jetzt im August war eben das 5-Jährige. Mhm. Und da gab es eine Kirche. Eine was? Kirche. Eine Kirche. Mhm. Eine Messe. Eine Messe. Mhm. Und meine Mom ist also dahin gegangen. Sie hat mich gefragt, ob ich mitgehe. Mhm. Ich habe gesagt, ich gehe da nicht mit hin, weil wenn jemand 5 Jahre unter der Erde ist, muss ich da nicht um diesen Menschen trauern. Mhm. Hast du denn am Anfang, in der ersten Zeit oder als dein Vater, direkt nachdem dein Vater verstorben war, hast du da getrauert? Nein. Warum nicht? Ich hab gehofft, wo er gestorben ist, habe ich gebetet dafür, dass er stirbt. Jürgen, ich muss dich mal was Technisches bitten, lese ich gerade. Du möchtest bitte näher ans Telefon gehen. Die Leitung ist irgendwie gar nicht so gut. Besser? Ja, versuchen wir es mal so. Du hast gebetet, dass er stirbt? Ja. Warum? Weil er mich mal geschlagen hat und wenn mich jemand schlägt, der ist bei mir unten durch. Du sagst, er hat dich mal geschlagen. Ja. Ist das einmal passiert oder öfter? Einmal. Einmal. Gut. Aber meine Mom hatte öfters geschlagen. Ja. Als er dich damals geschlagen hat, wie alt warst du? 13. Und was war das für ein Schlagen? War das ein sehr... Blaues Auge. Ein blaues Auge. Ja. Mhm. Und da war er für mich schon tot. Mhm. Und das Verhältnis vorher, vor diesem Schlagen, wie war das? Auch nicht gut. Auch nicht gut. Er hat also quasi uns immer so tyrannisiert. Mhm. Und er hat deine Mutter sehr oft geschlagen, sagst ja. du? Warst du das einzige Kind deiner Eltern? Nein, wir sind 4 Kinder. Hat er die anderen Kinder auch geschlagen? Nein, eigentlich bloß mich. Mhm. Das eine Mal. Mhm. So wie du das jetzt schilderst, war dieses Schlagen, was er dir einmal angetan hat, wahrscheinlich der I-Punkt auf alles, was er sonst euch und dir angetan hat. Ja. Wenn das Verhältnis sonst gut gewesen wäre und es wäre nun mal einmal passiert, wäre es vielleicht was anders gewesen. Kann man so sagen. Ja. Aber zu beten, dass jemand stirbt, das ist ja schon, das zeugt ja schon von tiefem Hass. Ja, also ich hasse ihn, jetzt erst recht, wo er tot ist, eben weil er uns finanziell nichts hinterlassen hatte. Mhm. Und wenn wir auf sein Grab fahren und vorm Grab stehen, ich mache überhaupt nichts mit dem Grab. Ich habe nichts zu tun damit. Mhm. Ich pflege es nicht. Mhm. Und wenn wir dahin fahren, sehe ich sein Bild und denke mir, warum hast du uns das angetan? Vor allem, warum hast du mir das angetan? Damit meinst du, dass
die Gewalt, die er dir angetan hat und letztendlich, wie er dich eben schlecht erzogen hat und dich sich schlecht verhalten hat dir gegenüber. Genau. Warum gehst du denn überhaupt noch zu dem Grab, wenn du so schlechte Gefühle hast? Ja, meine Mom fährt nicht gern mit dem Auto. Mhm. Und ich bin der Einzige, wo so mit hinfährt. Mhm. Wie ist das denn für deine Mutter und für deine Geschwister, dass du so eine heftige, so eine krasse Einstellung hast? Die, ja, ich meine, die sind schon traurig, dass ich so eine Einstellung habe, aber die verstehen es, glaube ich. Aber deine Geschwister sehen das nicht so radikal wie du? Ja, also die sind anders. Also die können die Sachen, was passiert sind, eher vergessen als ich. Mhm. Bist du da eigentlich auf der Straße im Moment? Nein, das Fenster ist offen. Mach das Fenster mal zu, das ist wirklich sehr störend. Okay. Man hört im Hintergrund doch die Geräusche. Hm. Nun sind ja viele, viele Jahre nur wirklich vergangen, wie du gerade sagtest, fünf Jahre. Gibt es schon mal in der Familie so Gespräche, dass deine Mutter zu dir sagt, nun komm Jürgen, nun ist es dann auch mal gut? Nein, eigentlich nicht. Wir reden nicht so darüber. Ja. Weil ich mag das auch nicht, darüber so zu reden. Mhm. Du sagtest gerade, er hat euch nichts hinterlassen, nichts Materielles, keine finanziellen Mittel. Genau. Hat er euch dann, ich sag's mal, was Negatives hinterlassen, sogar noch Schulden oder Ähnliches? Ja. Ja? Ja. Wie viel? Circa 60.000 Euro. Mhm. Und die sind immer noch aktuell oder hat man die inzwischen irgendwie beglichen? Die sind immer noch aktuell. Mhm. Und ich denke halt immer, warum hast du uns das angetan? Warum hast du uns nichts hinterlassen? Mhm. Ich meine, auf der einen Seite bin ich froh, dass er tot ist. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, wenn er leben würde, wäre es vielleicht nicht so. Mhm. Weißt du, Jürgen, es erschreckt mich ein wenig, was du sagst. Und ich weiß ja nun wirklich nicht die Details deines Lebens. Du hast es jetzt auch nur angedeutet und kannst es ja auch im Rahmen dieses Gesprächs nur andeuten. Aber ich glaube, dass du auch dir nichts Gutes damit tust, wenn du so hasserfüllt noch bist nach so vielen Jahren, selbst wenn der Hass begründet ist. Ich meine, er hat mich unterdrückt, sag ich mal. Mhm. Ich hatte damals keine Freunde. Mhm. Und gutes halbes Jahr, nachdem er tot ist, habe ich endlich Freunde gefunden. Mhm. Und seitdem beginnt eigentlich erst mein Leben. Mhm. Vorher hatte ich kein Leben. Ja. Und ich kann das nicht vergessen, was er mir angetan hat, meine Familie. Ja, das glaube ich auch. Ich glaube auch, dass du das nicht vergessen sollst. Über deinen Vater kann ich nicht urteilen, weil ich ihn nicht kenne. Aber es wäre sicher gut, wenn du insofern deinen Frieden damit machen könntest. Du sollst es ja nicht vergessen. Aber wenn dein Vater dir schon so viel Schlimmes angetan hat, sollte er ja nicht die Macht haben, dass er noch weiter in dein Leben hineinregiert, indem er dir schlechte Gefühle auslöst. Aber bloß, wie mache ich das? Ich glaube, das kannst du nur mit professioneller Hilfe machen. Ich erahne das, dass das ganz, ganz, ganz tief bei dir sitzt. Und etwas ganz Elementares ist, diese Abneigung, dieser Hass. Hm. Der sich auch verselbstständigt hat, natürlich, in den Jahren. Und wahrscheinlich wirst du 100.000 Mal schon darüber nachgedacht haben und alle Szenen dir immer und immer wieder vor Augen geführt haben, was er dir angetan hat. Und das zu durchbrechen, das kannst du nur mit einem Fachmann machen. Für dich, also nur für dein Leben. Ich sage es nochmal, du sollst das ja nicht vergessen. Das wäre ja hier der falsche Weg. Aber du solltest eine Haltung dazu entwickeln können, dass es dir gleichgültig wird. Dass du zumindest heute keine negativen Gefühle mehr empfindest. Möchtest du dich vielleicht mal beraten lassen von meiner Psychologin, was man da so machen könnte an Therapien, was es da so gibt? Ja. Ja? Kann man machen. Dann würde ich dir das gar nicht anbieten.
Du legst auf und wirst von meiner Psychologin, der Simone, zurückgerufen. Okay. Ich wünsche alles Gute. Gut, danke dir, Domian. Auf Wiederhören. Viel Glück für die Sendung noch. Dankeschön, tschüss. Bitte, tschüss. Oh, die Leitung war aber schlecht, ne? Habt ihr das auch so? Ich höre das immer so laut auf dem Kopfhörer. Unser Thema, ihr Lieben, heute Nacht heißt, ich habe kein Mitgefühl. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die das von sich sagen, die bezogen auf eine bestimmte Person, so wie der Jürgen das gerade erzählt hat, kein Mitgefühl haben, aber auch vielleicht die generell von sich bemerkt haben, dass sie gefühlskalt sind. Selbst wenn in der Umgebung schlimme Dinge passieren und alle Leute sind traurig und weinen, aber ihr seid relativ gelassen und euch berührt das Ganze nicht so sehr. Wenn ihr gerne auch darüber mit mir sprechen wollt, dann meldet euch 0800 220 5050 oder mailt domian@wdr.de. Guido ist hier und Guido ist 42 Jahre alt. Hallo Guido. Domian. Ja, Guido, guten Morgen. Grüß dich. Ja. Gute Sendung. Dankeschön. Bitteschön. Du hast zu dem Thema angerufen. Ja, es geht um meinen Bruder. Der hat sich, hallo? Ja, ich höre. Der hat sich 1991 umgebracht mit Autoabgase. 91 mit Autoabgase, ja. Ja. Mhm. Da hat er einen Schlauchrahmauspuff gemacht und die Polizei kam dann mittags zu uns und hat uns darüber in Kenntnis gesetzt, dass sie den gefunden haben im Wald. Und ich rufe deswegen an, weil ich überhaupt kein Mitgefühl habe. Also, du hattest mir überhaupt nicht leid getan. Obwohl es dein Bruder war? Obwohl es mein einziger Bruder war, ja. Wie war dein Verhältnis denn zu ihm? Absolut gestört. Absolut gestört? Ja, absolut. Der ist also 6 Jahre älter als ich. Mhm. Gewesen. Mhm. Er war Jahrgang 59. Mhm. Und der hat uns schon als kleine Kinder, also wenn ich mit dem spielen musste im Kinderzimmer, hat er uns schon gequält. Mhm. Was hat er gemacht? Der hat uns der hat uns gefesselt und hat dann uns Kot ins Gesicht geschmiert, den er bei sich rausgeholt hat, oder Innereien aus seiner Nase und uns ins Gesicht gerotzt und mhm. all so Sachen, schon als Kind, weil er so auffällig. Mhm. Und da habe ich schon als Kind mich vor dem geekelt. Also ich konnte weder mit dem spielen noch sonst irgendwie. Also hast du dich wahrscheinlich vor ihm geekelt und hattest auch Angst vor ihm? Panische Angst. Ja, ja, klar. Und je älter der wurde, desto größer wurde bei uns allen, bei den Eltern und bei den Geschwistern die Angst. Auf jedem Geburtstag, wenn Familienfeiern waren und der tauchte da auf, war immer Polizeieinsatz. Der hat ältere Menschen, vorwiegend ältere und schwächere, brutal zusammengeschlagen. Also hat er eine kriminelle Laufbahn eingeschlagen? Ach ja, sehr kriminell. Also der ist auch nie arbeiten gegangen. Der hat, wenn er Mädchen hatte, dann hat er denen die Brüste mit Zigarettenglut verbrannt oder hat seinen Rottweiler auf die Mädchen gehetzt. Die haben dann den Rücken zerbissen. Dann hat er meine Mutter ein paar Mal zusammengeschlagen. Das ist ja furchtbar. Das ist ja furchtbar. Ein schwarzes Schaf in der Familie? Ja, ja. Und es geht auch keiner zum Friedhof, bis auf meine älteste Schwester, die pflegt das Grab. Mhm. Er hat auch keinen Grabstein, aber das Grab ist zwar immer gepflegt, aber ich gehe da nie hin. Was glaubst du denn, warum er das damals gemacht hat? Ich weiß es nicht. Also heute mit 42 sage ich mir immer, ist ja jetzt dieses Borderline-Syndrom, wo ich viel drüber gelesen habe, dass der das vielleicht hatte. Mhm. So, als ihr das dann damals erfahren habt, war da sofort das Gefühl der Erleichterung, gut, dass es vorbei ist? Ja. Keine Sekunde das Mitgefühl, oder ist es immerhin mein Bruder? Und ja. Nee. Nee. Habe ich. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte in der Nacht, also die Frau von ihm ist mal wieder abgehauen, wie so oft vorher, ins Frauenhaus. Mhm. Und da kam der in der Nacht seines Todes zu mir in meine Wohnung und hat mich gefragt, ob ich seinen Brief mal lesen könnte, den er seiner Frau geschrieben hätte, was ich davon halten würde, ob ich glauben würde, dass sie dann wieder zu ihm käme. Mhm. Und ich habe den Brief dann gelesen, habe meinen Kommentar dazu abgegeben. Der ist dann zum Frauenhaus gefahren. Ja. Und sie hat ihm dann klipp und klar auch gesagt, unter vier Augen, dass sie nie mehr zu ihm zurückkommt. Mhm. Und da ist er im Auto ausgeflippt und hat meine Schwägerin dann im Auto verhauen und gewürgt und alles. Die konnte sich so eben noch mit einem Sprung rausretten, ab ins Frauenhaus, und in der Nacht hat er sich dann selbst umgebracht. Das ist ja ganz, ganz dramatisch alles. Ja, das war alles ganz dramatisch. Wie haben denn deine oder eure Eltern auf den Tod reagiert? Ja, ich sag mal so, wir haben damals zu der Zeit, 91, habe ich vis-à-vis von meinen Eltern gewohnt. Mhm. Und mein Vater ist eher so ein schwacher Typ, recht devot, sag ich mal so. Meine Mutter ist eher die
die Hosen anhat. Mhm. Und wir haben die beide ins Krankenhaus verfrachtet, prophylaktisch. Ja. Wir haben also den Hausarzt informiert und der hat die beide eingewiesen ins Krankenhaus. Und damit da nichts Schlimmeres passiert. Ja. Hast du denn den Eindruck auch bei deinen Eltern gehabt, dass die, also mir fällt es fast schwer, das zu sagen, aber dass sie erleichtert waren, dass ihr Sohn tot war? Meine Mutter, meine Mutter hat ganz, ganz feste geweint. Mhm. So wie eine Mutter weint, wenn sie das Kind verliert, denke ich mal. Mhm. Aber das war nach einem Tag verflogen. Ah ja. Und, was ja auch viel aussagt, ne? Ja, also ich kann mich ganz genau daran erinnern, als der 14 war, da hat meine Mutter schon gesagt, eines Tages kommt mal die Polizei und bittet mich, dass ich den irgendwo identifizieren muss. Und mit 32 fast ist es ja so gewesen. Ja. Wie war denn dann die Atmosphäre auf der Beerdigung? Ja, meine Eltern waren ja nicht da, meine älteste Schwester ist auch nicht gekommen, weil die alle psychisch so ein bisschen krank sind bei uns in der Familie. Mhm. Du warst da? Du warst da? Ja, also mein Psychologe hat mir geraten, damit ich damit besser umgehen kann im Nachhinein, soll ich mir das reinziehen und soll gucken, wo der endet. Also ich soll bis zum Grab gehen, damit ich innerlich damit abschließe. Gab es denn so eine Trauerzeremonie, eine Trauerfeier, hat der Pastor gesprochen? Ja, das war ja das Verlogene daran. Also es hat sich keiner gefunden, der beim Selbstmord da überhaupt was machen wollte. Mhm. Und wir haben dann unseren ganz alten Pastor, der uns alle getauft hat, der hat sich dann bereit erklärt, den Sarg und das Grab trotzdem einzusegnen. Es wurde nichts gesagt, groß. Es wurde nicht viel gesagt, ja. Wie viele Leute waren denn dann überhaupt da? Es waren viele Leute da, also Kneipenkumpels. Ach sowas, ja, so in die Richtung, die Leute. Ja. Und dann halt auch Schaulustige, die ihn in unserer Stadt, halt, er war halt sehr bekannt in der Stadt als Gewalttäter. Mhm. War auch als Spitzel bekannt, er hat also der Polizei oft Tipps gegeben, wo irgendwelche Leute jetzt, weiß ich nicht, klauen gehen oder Drogen sind und so. Der hat da überall so seine Finger drin gehabt, ne? Existiert ein Grab? Heute noch? Aber ohne Grabstein. Ja. Es ist kein Grabstein da. Und pflegt irgendjemand das Grab? Meine älteste Schwester. Die älteste, ach, das hast du gerade gesagt, ja. Die hat also ganz, ganz große Probleme damit. Also die pflegt das Grab, die schleppt auch Erde hin, wenn das aufgefüllt werden muss. Und sie hat mir mal vorgeworfen, ja, ihr anderen vier Geschwister kümmert euch gar nicht drum. Dann habe ich ihr 100, dann war noch D-Mark-Zeit, habe ich ihr 100 Mark hingelegt. Ich sage, hier, dann beteilige ich mich an die Unkosten. Dann wollte sie nicht annehmen, das Geld. Und ich habe ihr dann, so hart wie das war, habe ich ihr gesagt, für mich war das das größte Dreckschwein. Ich bin froh, dass ich meine Ruhe habe. Und sie warf mir dann vor, ich könnte doch nicht sagen, ich bin froh, dass er tot ist. Da habe ich gesagt, das habe ich nicht gesagt. Hat sie denn diese ganzen Dramen nicht so mitbekommen? Ist sie viel jünger? Naja, sie ist ein Jahr älter als er. Ach so. Sie ist 58 Baujahr und er ist 59. Dann hat sie das nicht so mitgekriegt, ja, oder? Das ist so unser Mütterkönnen, unsere Schwester. Ja. Die will immer alles Tüchschen drum drehen, sagt man bei uns. Ja. So, ne, unterm Tisch kehren und ach, jeder ist doch gut. Und denkst du manchmal so in stillen Stunden, wie schwer das Leben gewesen wäre, wenn er weiter gelebt hätte? Soll ich dir sagen, jeden Morgen, wenn ich mich rasiere, muss ich automatisch an den denken. Warum das so ist, weiß ich nicht. Immer wenn ich mich rasiere, dann sage ich mir im Zwiegespräch zu mir, boah, ich bin froh, dass ich meine Ruhe habe. Der kam zu mir am Arbeitsplatz. Der hat versucht, meine Arbeit kaputt zu machen. Der ist zum Campingplatz meiner Eltern gefahren. Das ist ja da eine eingeschworene Gemeinschaft, so Camper. Da hat der meine Mutter so brutal zusammengeschlagen. Jochbeinbruch, Nasenbeinbruch, Kieferbruch, Schlüsselbeinbruch. Gott. Den Rottweiler auf die Mutter gehetzt, die Brüste zerbissen. Dann kam er zu mir nach Hause. Ich war damals im Anfang, eine Familie zu gründen. Mein Sohn. Aber lass mich unterbrechen, Guido. Dafür hätte er doch, ich weiß nicht, wie lange in den Knast gehört. Ja, das Schöne an der Sache, das Komische, nicht das Schöne, ist das falsche Wort. Das Kuriose an der Sache ist, die Mutter ist dann nachher, ich bin dann sofort hingefahren in die Eifel und habe mir die Frau angeguckt, wie die da im Bett lag. Die hat dann zu mir auch noch gesagt, ich springe hier aus dem Fenster, ich will nicht mehr. Dann habe ich die erstmal verlegen lassen ins Erdgeschoss, habe die Ärzte informiert, dass die auch Suizidgedanken hegt. Und die sah aus, Domian. Das, also
ich habe noch nie einen Menschen gesehen, und dann die eigene Mutter, blau, alles lila, blau, das ganze Gesicht wie, als wenn Henry Maske geboxt hätte. Ja. So sah die Frau aus. Und deshalb ist er nicht in den Knast gekommen? Nein. Weißt du, wo die Sache geendet ist? Na? Die Staatsanwaltschaft hat das eingestellt, wegen Familien. Unglaublich. Die Sache ist vom Schiedsmann gelandet. Der musste dann 400 Mark oder 500 Mark an einem gemeinnützigen Verein zahlen und damit war die Sache erledigt. So, da macht man sich doch bestimmt Gedanken, wenn man so furchtbare Sachen erlebt hat. Warum schlägt einer in der Familie so aus der Reihe? Weiß ich nicht, kann ich dir nicht sagen. Ich weiß es nicht. Ich sage auch nie, bis heute nicht, ich bin froh, dass er tot ist. Obwohl mir dieses Wort auf der Zunge liegt. Ich sage immer, ich bin froh, dass ich meine Ruhe habe. Ja, ich finde das auch die bessere Formulierung. Ja, also du kannst mir glauben, wenn wir zum Beispiel zwei Geschwister oder drei Geschwister haben zusammen irgendwo gesessen, in irgendeiner Wohnung Kaffee getrunken und denen sein Auto tauchte auf. Wir haben nur denen sein Motorgeräusch gehört. Richten wir Gefühle, dass wir auf Toilette mussten. Also Kack, auf Deutsch gesagt Kack. Vor Angst, wenn der auftauchte. Ja. Ja, dann trifft das ja aber wirklich voll und ganz unser Thema, ne? Ja, genau. Ich war 82 Jugendvertreter bei mir im Werk, wo ich meine Lehre gemacht habe. Und da bin ich eingeladen worden in der Stadthalle, großes Fest. Die Gewerkschaft hat da gefeiert und da wurden dann Senioren und alles ausgezeichnet. Kannst dir vorstellen, Bürgermeister war da in unserer Kleinstadt und so. Und dann habe ich natürlich Eintrittskarten Einladungen für meine Eltern damals besorgt. Ich war sehr stolz, weil ich ja schon Jugendvertreter war und so. Und unterwegs auf der Fahrt dahin trafen wir ihn. Da war er ja auch noch jung. Und der hatte sich einfach mit eingeladen. Und am Eingang der Stadthalle habe ich den Leuten, die Karten, die Einladungen kontrolliert haben, habe ich denen leise gesagt, die sollen den bloß nicht reinlassen. Er hat keine Einladung, der gehört nicht zu mir. Und trotzdem hat er sich reingeschmuggelt. Das End vom Lied war nachts um 3 Uhr Sondereinsatzkommando. Ne? Der hat ja dann ältere Frauen verhauen und die ganze Wie schlimm. Die Leute sind durch den Notausgang geflüchtet. Schlimme Geschichte, Guido. Ja, das passt zu unserem Thema, deshalb danke ich dir, dass du angerufen hast. Und wünsche dir und deiner Familie einfach von Herzen alles Gute. Ja, jetzt haben wir Ruhe. Also ich zumindest. Ja, ja. Alles Gute wünsche ich dir. Alles klar. Tschüss. Wiederhören. Tschüss, Guido. Unser Thema heißt, ich habe kein Mitgefühl. Und ich möchte, wie gesagt, gerne mit Leuten reden, die kein Mitgefühl haben. Für eine bestimmte Person oder für eine bestimmte Personengruppe vielleicht. Oder die generell, grundsätzlich nicht sehr, sehr mitfühlig sind, weil sie vielleicht von Natur aus so sind. Und euch ist das an euch selbst vielleicht aufgefallen, dass ihr emotional gar nicht so beteiligt seid bei Dingen, wo andere sehr, sehr, schon sehr betroffen sind. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt domian@wdr.de. Dennis ist hier. Oder Denise? Nee, Dennis. Dennis, 27. Guten Morgen. Genau. Hallo, Dennis. Hallo. Ja. Ich habe kein Mitgefühl. Das ist so eine Sache mit mir. Also ich habe ADD oder ADS. Sagt das was? Ja, erklär es mal. Das ist also in Englisch Attention Deficit Disposition. Das heißt Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom in Deutsch. Das ist so, die ADSler können sich halt nur auf eine einzige Sache oder auf 10.000 verschiedene Sachen konzentrieren, aber halt nicht richtig auf eine Sache, dass sie auch zum Ende durchführen. So. Und häufig ist es halt auch so, dass die ADSler unter Alexithymie, so nennt man das, leiden. Das heißt, sie zeigen wenig oder gar kein Mitgefühl für andere Menschen. Ist das bei dir auch so? Ja und nein. Also es gibt halt Zeiten, da bin ich sehr gefühlsmäßig dabei. Und es gibt halt Zeiten, da bin ich sehr, alexithymorph, so nennt man das, also sehr gefühlskalt. Gab es denn mal in deinem Leben schon ein sehr, sehr schlimmes, trauriges Ereignis in deiner direkten Umgebung, dass jemand sehr schwer krank geworden ist, einen Unfall hatte oder gar gestorben ist? Die Situation gab es sicherlich schon öfters, aber ich war nie so emotional dabei, dass ich dachte, um Gottes Willen, das war so schlimm für mich. Ja, darauf wollte ich jetzt hinaus. Also es war eher immer so, meine Patentante zum Beispiel ist an Krebs gestorben und da war ich auch zum Schluss, wo es ihr sehr schlecht ging, im Krankenhaus und ich habe halt gedacht,
ist halt so, muss halt so sein und es hat irgendjemand so gewollt und es war halt so. Also so. Also du warst nicht traurig in dem Sinn, du hast nicht geweint. Nein, das nicht. Also ich war halt schon traurig, dass meine Patentante dann irgendwann sozusagen, ja ich sag mal, weg war. Ja. Wenn es ein bisschen komisch anhört, aber weg war. War das Verhältnis zwischen dir und der Patentante denn eng? Ja, schon. Schon. Also ich habe sie selten gesehen, aber es war schon sehr eng, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es war mir, also es ist mir nicht egal gewesen, dass sie weg war, aber es war halt schon ein trauriges Ereignis, aber nicht so schlimm, dass ich jetzt sage, mein Leben kriegt danach ein. Oder auch zum Beispiel durch meinen Opa. Also ich habe meinen Opa sehr geliebt. Der war immer für mich da und wir haben immer Kirmes besucht und sowas, aber es war halt irgendwann, dann war er weg und dann war halt, gut, da war halt so. Der Opa ist auch gestorben. Ja, genau, sehr schwer an Krebs und ja. Hast du ihn in den letzten Phasen seines Lebens noch gesehen und begleitet? Ja. Also auf der einen Seite ja, leider. Also es war schon ein sehr schwerer Krebs, der dann halt auch irgendwann durch den, sagen wir mal, durch den Kopf gewachsen ist mit schweren Tumoren und so. Ja. Das ist schon richtig, aber. Das heißt, wenn man das dann sieht, das geht ja eigentlich so jedem normalen Menschen äußerst nahe. Und vor allen Dingen, wenn es ein naher Angehöriger ist. Du hast es gesehen. Hast es dann immer noch so sachlich betrachtet nach dem Motto, naja, der Opa ist jetzt schwer krebserkrankt, da ist das halt so. Ja, wo du gerade sagst, sachlich betrachtet. Also ich habe es immer so betrachtet, so nach dem Motto, was machen eigentlich die Mediziner, wenn jemand so schwer an Krebs erkrankt ist? Also er hat dann irgendwann den Gaumen wegoperiert bekommen. Ich weiß nicht, ob ich das so sagen kann. So, ja, natürlich. Also, aber der hat dann sehr weit, sagen wir mal, zwischen, also im Kopf war irgendwann nicht mehr der Gaumen da, der war halt bis zum Gehirn, war alles wegoperiert, war halt alles voller Krebs war. Und mich hat es mehr interessiert, wie die Mediziner oder die Ärzte, sagen wir mal, das gemacht haben und wie das jetzt da innen drin aussieht, als, also ich meine, mein Opa war mir immer lieb und nett und ich war immer froh, dass ich bei ihm sein konnte. Das heißt, du hast es ja als, ich sag mal, als Phänomen, du hast es als Phänomen beobachtet und betrachtet, du hast es aber nicht als mitfühlender Enkel begleitet. Nein, eher heute. Also es ist jetzt ungefähr 10 Jahre her. Also damals habe ich wirklich echt daran gedacht, wie ist es denn, wie sieht es denn jetzt da drin im Kiefer oder im Gehirn oder im Kopf überhaupt aus und so. Aber so richtig darüber nachgedacht, wie sind meine Gefühle darüber, habe ich nicht. Also heute vielleicht ab und zu denke ich mal darüber nach, auch es wäre schön, wenn ich noch ein Großteil, also Großelternpaar hätte. Also ich habe heute keine Großeltern mehr, aber... Das Verhältnis, wie alt warst du, als der Opa gestorben ist? Ja, so 15. 15. Und war das Verhältnis eng zwischen dir und dem Opa? Ja, eng würde ich nicht sagen, aber es war so der einzige Großeltern, also das einzige Großelternpaar überhaupt so oder Teil, womit ich überhaupt mal irgendwas gemacht habe, weil die restlichen Großeltern waren eher immer ein bisschen schwierig. Ich bin darüber nicht informiert, wenn man einmal an ADS erkrankt ist, ist man sein ganzes Leben daran erkrankt oder kann es irgendwann zu einer Heilung kommen? Naja, die Ärzte sagen ja, die einen sagen ja, die anderen sagen nein. Die einen sagen halt, das wächst sich irgendwann aus mit der Pubertät, die anderen sagen nein, das behält man auch im Erwachsenenalter. Also bei mir ist beides diagnostiziert worden, dass es halt sich irgendwann mal so nach dem Motto, also in meinem jetzigen Alter auswachsen wird. Ja. Aber ich bin jetzt gerade mal wieder in Therapie und sie sagen, das wird noch was dauern und man muss halt therapieren und mit Verhaltenstherapie daran üben, dass man halt sein Leben, sagen wir mal, in geordnete Bahnen wirft. Ja, gab es denn in den letzten Jahren, ich sag mal Jahren, in vielleicht letzten 4 Jahren so, gab es da ein sehr trauriges Ereignis in deinem engen Umfeld? Ein Todesfall? In den letzten 4 Jahren nein, eher nicht. Das heißt, du kannst im Moment gar nicht so ganz genau sagen, wie du reagieren würdest, wenn das passieren, wenn so etwas einträte. Ja, bei mir kommt es mir oft sehr auf den Tag an. Also das heißt, zum Beispiel heute war es ein Tag, wie zum Beispiel, da wäre mir alles scheißegal gewesen. Also hätte meine Mutter sterben können, dann wäre es auch, ja, ist halt so. Achso. Also vom Auto überfahren oder vom Aufzug runtergefallen und irgendwas wäre halt so gewesen. Also es gibt auch andere Tage, da bin ich sehr emotional, da wirft mich, weiß nicht, selbst wenn der Hamster sterben würde, würde mich aus der Welt wirfen. Ja. Wie denkst du darüber, dass das bei dir so ist? Wie beurteilst du das? Ja, das ist genau meine Schwierigkeit. Also ich denke immer so nach dem Motto, also ich bin sehr viel ehrenamtlich auch engagiert in der sagen wir mal, in der Kirche. Da fällt es mir halt immer schwer, so nach dem Motto selber, naja, man sollte halt eher emotionaler sein, als ich eigentlich bin. So drücke ich das mal aus. Und das ist genau das Problem, das ich halt habe. Also dass viele Leute, die mich halt kennen, die kennen den Dennis, sag ich mal, emotional. Aber ich selber will halt gar nicht so sein. Also ich will halt eher so dieser trockene... Heißt das, dass du den Leuten auch ein bisschen was vorspielst, damit du nicht so auffällst, dass du eher kühler bist? Ja, manchmal spiele ich den Leuten auch was vor, ja. Ja, ja. Also ich bin halt eher so dieser kalte, unemotionale Typ. Nun könnte man ja sagen, wenn man weniger emotional ist, kommt man
ja vielleicht auch anders durchs Leben als jemand, der sehr emotional ist. Das heißt, mit weniger seelischen Schmerzen oder seelischen Beschwerden. Ja und nein. Also auf der einen Seite natürlich ja, da denke ich mir, das ist einfacher, einige Sachen zu verdauen. Das kenne ich auch von mir selber. Mhm. Aber auf der anderen Seite denke ich mir auch immer wieder so nach dem Motto, wie gehen die anderen Leute mit einem selber um, der so völlig kalt und emotionslos einige Sachen einfach nehmen kann. Ich meine, in deinem Fall, wenn man weiß, dass du ein ADS erkrankt bist, kann man das ja einordnen. Schwierig ist das, glaube ich, für Leute, die das nicht wissen und dich beobachten, ne? Genau, also die Leute, die halt, oder sagen wir mal so, wenn man das Leuten erklärt, die verstehen es sicherlich schon, was genau ADS ist. Mhm. Aber wirklich verstehen, was ADS ist, tun die meisten gar nicht. Sagen wir aber wirklich nur 10% von denen, denen man es erklärt, verstehen wirklich, was es ist. Ist ja auch klar, das ist ja halt auch nicht so bekannt und dann muss man sich auch sehr mit beschäftigen, um sich da einigermaßen etwas reinzudenken. Als genau, was das nicht Gehirn betroffen. Einfach ganz anders funktioniert, also nach dem Verständnis von Psychologen und von Neurologen. Und das ist das Problem für mich auch immer wieder. Mhm. Wir haben gerade so eher über die Schicksalserschütterung in deinem direkten Umfeld gesprochen. Mhm. Wie ist es aber, wenn du im Fernsehen Dinge siehst von wenn viele Opfer zu beklagen sind? Wir hatten gestern den 11. September. Wenn du an die Ereignisse in New York denkst oder wenn wir die Bilder vom Irak sehen. Oh, wir haben ja jeden Tag irgendwelche Beispiele im Fernsehen, wo ja, Menschen... Ja, das war ja zum Beispiel am 31. August war ja der 10. Jahrestag von Dianas Tod. Da war zum Beispiel wieder so ein Tag, wo ich sehr emotional war. Ich kann nicht festmachen, woran das ist. Viele sagen, es liegt an der Ernährung von ADSlern. Viele sagen, es liegt daran einfach vom normalen Leben und wie denen das endokrinologische, also der hormonelle Haushalt liegt. Das liegt an Tagen, da bin ich total emotional. Da könnte ich vorm Fernseher da heulen, da kann ich mich nichts mehr machen. Mhm. Und es gibt halt Tage, wie zum Beispiel gestern, den 11. September, da gucke ich mir diese Bilder an und denke halt, ja, das ist halt so und es gibt halt Terroristen, die sowas machen und ich bin auch gestern überall hingefahren. Also mein Gott, es ist halt so, selbst wenn gestern was passiert wäre, ich wäre da hingefahren, hätte irgendwie geholfen, aber das ist für mich emotional nicht wichtig gewesen gestern. Ja. Was machst du vom Beruf? Ich bin selbstständig. In welchem Bereich? Vermögensberatung. Ach so, also ganz, ich dachte jetzt irgendwie, also nicht im sozialen Bereich irgendwie. Nein, gar nicht. Ja. Also ich habe sehr viel ehrenamtlich gearbeitet, ehrenamtlich im sozialen Bereich. Mit der Kirche zum Beispiel, also mit Kinderfreizeiten und mit offene Tür-Projekte und sowas alles. Hm. Sehr viel früher, aber im Moment halt eher so auf mich selber bezogen. Wobei ich jetzt gerade eine abwegige Idee habe, wenn du Vermögensverwalter bist oder Berater bist. Ja. Wie ist denn das da mit dem Mitfühlen und Es kommt auf meine Tagesform an, wie es... Du könntest ja leicht Leute übers Ohr hauen und du bist der Fachmann und denken, ach, genau. Ist mir doch egal, wenn die hinterher hoch verschuldet sind, dann, aber ich habe meine Tantiemen bekommen oder weiß ich irgendwas. Ja, das ist richtig. Also ich versuche da halt immer schon drauf zu gucken, dass ich, sagen wir mal, meine emotionalen Tage erwische, wo ich dann halt denke, so nach dem Motto, den Leuten musst du auch wirklich und willst du auch wirklich helfen. Mhm. Also nicht nur auf das eigene Geld gucken, sondern wirklich, du willst den Leuten auch helfen. Mhm. Das ist mir selber schon auch wichtig. Mhm. Und deswegen habe ich auch meine Probleme, wenn ich mit meinen Freunden darüber spreche, zu gucken, dass ich halt heute, also an diesem Tag meine emotionalen Tage habe und nicht gerade diese unemotionalen Tage. Ist vielleicht dann auch eine schwierige oder vielleicht nicht die richtige Berufswahl gewesen, oder? Ja, aber dann sag mir mal, was die richtige Berufswahl ist. Kann ich dir nicht sagen jetzt, aber... Ja, aber du verstehst schon, was ich meine. Also ich meine, das vermessen. Ist immer schwierig für einen selber. Ja, natürlich, ja klar. Ja, aber ich meine, du bist ja derjenige, der am meisten darüber reflektiert, auch über sich selbst und dich am meisten wahrscheinlich beobachtest und zusammen auch jetzt mit einem Therapeuten immer wieder versuchst, dich zu korrigieren und das irgendwie in den Griff zu kriegen. Richtig. Mhm. Lieber Dennis, das war interessant, das mal so von einem Betroffenen direkt erzählt zu bekommen. Ich wünsche dir, dass du Fortschritte machst und dass es sich wirklich irgendwann doch noch mehr rauswächst, sagen wir es mal so. Ja, das hoffe ich selber auch. Ja, alles Liebe und alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Und weiter geht es mit dem Lutz. Und der Lutz ist 48. Guten Morgen, Lutz. Ja, schönen guten Morgen, Dominik. Ja, Lutz. Unser Thema heißt, ich habe kein Mitgefühl. Ja, so ähnlich geht es mir auch und das macht mich irgendwo fix und fertig. Ich kann da auch nicht mehr weiter so langsam. Und zwar habe ich das erste Mal so richtig mitbekommen, im Jahr 2004 sind meine beiden Eltern kurze Zeit hintereinander verstorben.
Und während der Vorbereitung und während der Beisetzung beider, also war halt nicht in der Lage, irgendeine Trauer zu zeigen. Mhm. Ich schweige denn eine Träne zu weinen oder sonst irgendwie. Und das hat nach außen hin so ausgesehen, gegenüber meinen Geschwistern auch, dass die sich gewundert haben. Die haben mich angeguckt und haben mich noch halb beschimpft, wie könnte ich so herzlos sein. Ne? Dabei war dem ja nicht so, mhm. weil ich hatte wunderbare Eltern, ja. die meines Erachtens so früh gestorben sind. Hat sich das denn dann in den danach folgenden Wochen und Monaten verändert? Nee, eben nicht. Nicht. Das ist bis heute so. Das ist bis heute so. Das Einzige ist, dann kommen dann immer nur so eine kurzen Momente, wie zum Beispiel meine Mutter, die hat dieses Lied von der Gruppe Pussycat, dieses Mississippi. Mhm. Das fand die immer so toll, da musste ich immer das Radio lauter machen, wenn es gespielt worden ist. Mhm. Und wenn das heute gespielt wird, dann muss ich das Radio ausmachen, da kann ich nicht hören. Dann kommt bei mir alles hoch. Also da ist dann doch schon ein großes Gefühl. Ja, da in dem Moment, ja. Dann aber nur bei diesem Lied. Ja, das ist ganz merkwürdig. Also da, mhm. da kocht dann alles wieder auf, da sehe ich wieder alles vor mir. Mhm. Und auf der anderen Seite passiert überhaupt nichts. Ich stehe daneben und... Und das Verhältnis zu deinen Eltern, sagst du, war immer sehr gut? Das war mehr als, das waren schon keine Eltern mehr, das waren Kumpels, wenn man so will. Wir haben viel unternommen. Ich habe mit meinem Vater und meiner Schwester auch Musik gemacht, so Dampferfahrten, Betriebsfeste und so weiter. Ja, sind die Eltern denn damals sehr plötzlich verstorben? Nee, Vater nicht. Vater nicht, der hatte Lungenkrebs. Mhm. Also da war das schon absehbar. Der hat so im Laufe eines Jahres, also, da musste man immer rechnen. Und bei der Mutter, ja, da wusste man auch nicht genau, die hatte ein allgemeines körperliches Leiden. Also da sind einige Dinge zusammengekommen, wie sie hatte nur noch eine Niere, die war chronisch krank. Mhm. Und den Alterszucker, den grauen und grünen Star, also da kam einiges zusammen. Also dieses Jahr, während dein Vater also schon sehr krank war, du sagst, er hatte Lungenkrebs, warst du denn da sehr betroffen und traurig? Und da hast du dich ja nun wahrscheinlich auch mit dem Tod schon beschäftigt, dass es passieren könnte. Warst du da traurig? Da war ich entsetzt. Mhm. Mehr entsetzt. Natürlich eine gewisse Traurigkeit schon. Ja. Aber das war mehr Entsetzen, als ich ihn dann das erste Mal im Krankenhaus denn gesehen habe. Er ist ja dann ja nicht mehr nach Hause gekommen. Er hat ja dann im Prinzip das letzte Jahr, ein ganzes Jahr mehr vom Morphium gelebt. Mhm. Gegen die Schmerzen hatte er da auch ein Einzelzimmer damals zu DDR-Zeiten. War das außergewöhnlich. Er konnte das kommen. Ist er zuerst verstorben? Ja, er ist im Frühjahr, März 2000. Und wann ist die Mutter verstorben? Die ist im Spätsommer, Mitte August. Also im selben Jahr? Hochsommer, ja, innerhalb von einem Jahr, ja. Ja. Hattest du diese Gefühlslosigkeit schon bei dem Tod des Vaters oder erst nach dem Tod der Mutter? Nee, auch beim Vater. Beim Vater schon, mhm. Ja. War das so eine Art Schock für dich, dass er dann doch verstorben war, obwohl du schon damit gerechnet hattest? Ja, ich hab das darauf geschoben, dass man, das war absehbar und wir haben ja gesehen, wie er ausgesehen hat. Er hat uns ja auch nicht mehr erkannt zum Schluss. Und da habe ich mir immer so eingeredet oder eingebildet, na, das wird vielleicht tatsächlich nochmal später irgendwie kommen, dass man das erstmal bewältigen muss und dann. Also, du hast dich, um es mal sehr, sehr, sehr salopp zu sagen, du hast dich. Versucht am Riemen zu reißen. Ja. Dass du bloß nicht irgendwie ausrastest und völlig verzweifelst in deiner Trauer. Richtig. Und bei Muttern war das genau dasselbe. Mhm. Aber dadurch, dass ich ja nun noch lange Zeit die Pflicht hatte. So kann man alles alleine bewältigen musste. Tag und Nacht war ein 24-Stunden-Job. Und dann war sie gestorben, dann war ganz und gar aus. Dann war vielleicht 10 Minuten bei der Beisetzung, also bei der Ansprache des Pastors und die anderen sind dann zum Leichenschmaus und ich bin da schon ja nicht mehr mit gewesen. Ich habe mich umgedreht und bin gegangen und seitdem habe ich meine Schwester auch nicht mehr gesehen. Weil warum bist du da nicht mitgegangen? Nee, ich bin nicht, weil ich gesagt habe, nee, das tut mir nicht an. Also da war dann doch schon ein Gefühl. Ja, ich kann sowas immer nicht verstehen. Da wird dann hinter mir geheult, wie die Schlosshunde, sag ich jetzt mal. Mhm. Und dann fahren sie zum Leichenschmaus und da wird dann kräftig angestoßen und gelacht und getan gemacht. Mhm. Und konnte ich nicht nachvollziehen. Hast du denn, das war 2004, sagst du? Ja.
Hast du denn seitdem einmal mal geweint um deine Eltern? Nee. Nee? Nee, nicht wirklich. Nee. Also kann man sagen, dass du deine Trauer noch gar nicht ausgelebt hast, obwohl die Eltern schon viele Jahre tot sind? Wenn man so will, nicht. Habe ich nicht. Ich habe das fälschlicherweise in eine andere Richtung. Ich bin dann völlig eingebrochen, nämlich dem Alkohol. So dass ich dann 2006, das gesamte Jahr 2006, eine Therapie gemacht habe. Ach so. Ein Alkoholentzug oder was? Alles, Entgiftung, Entzug, Adaption, betreutet wohnen und jetzt seit August, also seit 1. August wieder eigenen Wohnraum. Das heißt, dieses letztendlich, meinst du, ist das zurückzuführen auf den Tod deiner Eltern? Das hat dich völlig aus dem Leben gekickt. Das hat mich völlig, da hat es mir die Füße gegeben. Mhm. Als du diese Therapien gemacht hast, wurde da auch über den Tod der Eltern gesprochen? Auch, ja. Und da habe ich ja immer gehofft, dass wird da ein bisschen aufgearbeitet. Mhm. Da kamen dann irgendwelche Hinweise von den Therapeuten und so weiter. Ist ja alles gut gemeint, aber da konnte ich immer nur mit dem Kopf schütteln. Hat dir nicht viel gebracht? Das hat mir ja nicht gebracht. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe angefangen, ein Buch zu schreiben, das jetzt auch fertig ist. Das ist gerade beim Überarbeiten und das trägt den Titel Treibjagd, der Versuch, eine Sucht zu bekämpfen. Mhm. Und da greife ich das Thema ja auch mit auf. Mhm. Also, du hast den Alkoholismus hast du im Griff. Der ist im Griff wieder. Und hast du eine Partnerin im Moment? Nee. Aber du hast eine eigene Wohnung, sagst du wieder? Ja. Und hast du eine Arbeit? Nee, ich bin Frührentner durch eine chronische Rückenmarkentzündung. Ach so. Aber du hast das Gefühl, dass du im Moment auf einem guten Weg bist, das Leben wieder im Griff zu haben. Richtig. Und meine Art, darauf zu arbeiten, durch das Buch, was ich geschrieben habe. Und das ist bestimmt auch eine gute Therapie, glaube ich auch, ja. Ja, und noch eine bessere Therapie ist dann die Arbeit in der Selbsthilfegruppe und so weiter. Ah ja, du bist ja gut versorgt. Aber dann kommt immer der Schlag wieder zurück, wenn ich dieses gottverfluchte Lied höre. Ja. Du bist aber sonst in deinem Leben gewesen und auch heute eigentlich ein mitfühlender Mensch in anderen Angelegenheiten. Wenn man so will, ja. Wenn es aber hart auf hart kommt, wie jetzt zum Beispiel Verkehrsunfall, wo ich geholfen habe und so weiter. Ne, und dann war dann noch ein Bekannter, ein entfernter Bekannter zwar, der war zwei Klassen unter mir damals. Mhm. Und der schwer verletzt gewesen ist, die anderen, die sind weggerannt und so weiter und die waren ja nicht in der Lage, ihnen da irgendwie zu helfen. Du kannst es. Ja, und das ist ganz komisch dabei. Ja, weil du dich wahrscheinlich in solchen Situationen so im Griff hast, dass du dann einfach gut funktionierst. Vielleicht hast du es genauso gemacht mit dem Schmerz, der ausgelöst wurde durch den Tod deiner Eltern. Ich würde mal gerne, obwohl du jetzt schon mit vielen Therapeuten Kontakt hattest, ich fände das sehr interessant, wenn meine Psychologin meine Einschätzung zu dir sagen würde, was sie denkt, was da los ist und was sie vielleicht dir noch empfehlen könnte. Würdest du das auch gerne, würdest du gerne ein Gespräch noch mit ihr führen? Ja, das wäre mal nicht schlecht, mal von jemand anders. Ich habe ja nun schon einige gehört, ne? Und jeder hat eine andere Auffassung davon. Wäre das denn für dich so ein Wunsch und auch eine Erleichterung, mal wirklich von Herzen zu weinen über den Tod? Ja. Habe ich mir mal schon so oft gewünscht. Ne? Mhm. Ich denke mir, warum kannst du das nicht so wie dein Bruder zum Beispiel, das waren ja nie Niagara-Fälle, was er da von sich Also das hat mir nur wieder leid getan, dass er hinter mir sitzt und dann so fix und fertig war. Ja. Gehst du denn schon ab und zu mal zum Friedhof, zum Grab, zu den Gräbern? Bin ich nicht gewesen, überhaupt nicht. Warum nicht? Na, erstens durch den Alkoholmissbrauch. Da habe ich mich dann schon gar nicht geholt, also aus Scham schon gar nicht. Mhm. Und ich habe dann, als ich die Therapie, also nach der Entgiftung, und habe dann die Therapie in einer anderen Stadt begonnen und bin auch in dieser anderen Stadt geblieben. Ich bin ja also nicht wieder zurückgegangen. Achso, wie viele Kilometer bist du entfernt von den Gräbern? Das sind dann knappe 300. Achso, das ist ja dann schon eine ganze Strecke. Ja. Aber vielleicht wäre das, ich weiß es nicht, ich will da nicht psychologisieren, aber vielleicht wäre das auch mal ein Versuch, dort mal hinzugehen. Aber ich würde gerne, dass du mit meiner Psychologin jetzt sprichst. Jo. Vielleicht hat sie eine Idee und du könntest dadurch einen Gewinn haben und es ist irgendwie weiterführend. Das wäre doch sehr gut und sehr schön. Aber zum Schluss wollte ich gerne nochmal sagen, das ist genau dasselbe der junge Mann, der als alles erstes gesprochen hatte mit seinem Vater, den er da nicht verzeihen konnte. Mhm. Das sind so eine Sachen, die kann ich nun überhaupt nicht nachvollziehen, weil jeder Strafgefangene kriegt mal irgendwann eine Bewährung. Mhm.
Ja, und die Chance, obwohl er gestorben ist, sollte er ihm eigentlich auch geben. Also so, da bin ich dann wieder ganz anders angebunden. Mhm. Okay, das war eine Meinungsäußerung zu dem Jürgen. Das war der erste Anrufer. Lieber Lutz, du legst auf, wir rufen dich gleich zurück. Schönen Dank. Ja. Alles Gute wünsche ich dir. Tschüss. Danke. Tschüss. Und weiter geht's mit, frage ich meine Regie, mit Jule. Und Jule ist 30. Guten Morgen, Jule. Ja, hallo Domian. Ja, hallo Jule. Eine Frau, die nicht mitfühlt? Ja, das ist richtig. Das bist du? Das bin ich. Eine Frau mit einem eiskalten Herzen? Ja, so würde ich das nicht beschreiben unbedingt. Aber ich stelle halt immer wieder fest, vor allem wenn ich eben mit anderen Leuten zusammen bin, dass ich weniger mitfühle als andere. Wie merkst du das denn? In welchen Zusammenhängen merkst du das? Also ich habe es vor allem früher, als ich Jugendliche war, in der Schule mitgekriegt. Da war ich in so einer Mädels-Clique und wenn dann eben Freundinnen von mir schlechte Noten oder sowas geschrieben haben, dann haben die geweint und mich hat das halt immer relativ kalt gelassen. Ich habe so eher Pech gehabt. So what? Und andere haben eben ganz anders drauf reagiert, haben mitgeweint, haben die getröstet, ja, haben umarmt. Und nur ist das ja auch noch nicht so ganz dramatisch, eine schlechte Note. Das ist für den Betroffenen traurig, okay, aber noch nicht so ein Lebensdrama. Hast du das denn dir auch schon beobachtet, wenn es um ganz gravierende Dinge ging? Ja, klar, also ich empfinde das halt häufig auch so in anderen Situationen, also wenn jetzt zum Beispiel Katastrophen, das ist ja so der Klassiker eigentlich, wenn jetzt irgendwelche Katastrophen im Fernsehen sind, Tsunami oder ist jetzt Kriege. Jetzt gestern muss man ja sagen, 11. September wieder so ein Fall, dass dann wirklich andere zu Tränen gerührt sind und die das auch wirklich emotional und körperlich total mitnimmt und das ist dann überhaupt nicht so. Wie ist es denn, hast du in deinem privaten Umfeld schon mal etwas ganz nah an dir, in deinem Umfeld, etwas sehr Trauriges erlebt? Ein Unglück, eine schwere Krankheit, ein Tod, ein Todesfall? Ja, Todesfälle natürlich schon auch in der Familie, aber von nahen Leuten? Nahe Leute schon auch, aber das hat mich ehrlich gesagt auch nicht so angegangen. Wer war denn der Nächste, der verstorben ist? Zum Beispiel eine Großmutter, die gestorben ist. Ja, eine Großmutter ist schon eine nahe Bezugsperson. Hattest du ein nahes Verhältnis, enges Verhältnis zu ihr? Nicht so. Ja, geht so. Also ich kannte sie schon und ich habe sie auch einigermaßen regelmäßig gesehen, aber ja, aber es war keine besondere Herzensbindung da. Nein, so kann man das nicht sagen. Nein. Wer ist dir der wichtigste Mensch auf der Welt? Außer dir selbst? Ja, ich würde vielleicht sagen, meine Mutter und vielleicht meine ein, zwei besten Freundinnen. Mhm. Das wären so die Personen, die ich als Nächste beschreiben würde. Die Vorstellung, das ist ja, wir wollen das gar nicht weiter ausmalen, aber nur mal so als Beispiel. Wenn du dir vorstellst, deiner Mutter würde etwas passieren. Etwas vielleicht endgültig Schlimmes. Löst das ein Grauen, eine Verzweiflung in dir aus? Schwierige Frage, ja. Kann ich jetzt, glaube ich, so aus dem so gar nicht sagen. Also, ja, wäre schon irgendwie schlimm. Ist schon eine aussagekräftige Antwort, die du jetzt gegeben hast. Ich garantiere dir, dass fast 95% oder 95% aller Menschen sagen würden, grauenhaft, wie schrecklich, wenn meine Mutter sterben würde. Ja, aber ich meine, irgendwann wird das ja passieren. Ja, aber das macht es ja nicht weniger schlimm. Ja, aber das ist ja auch irgendwo der Lauf der Zeit. Ich meine, ja, du gehst dann sehr rational daran. Ja, also ich meine, ich habe es auch schon bei Freunden miterlebt, dass Eltern gestorben sind und die werden ja nicht jünger. Und was war denn bisher in deinem, du bist 30 Jahre alt, ja, was war denn bisher in deinem Leben das Erschütterndste, von dem du sagst, so nach deinen Kategorien, das hat mich am meisten umgehauen? Oder gab es noch gar nichts? Mich jetzt persönlich, oder? Dich persönlich, ja. Das waren eigentlich, also würde ich vielleicht sagen, dass
was mich bisher am meisten aus der Bahn geworfen hat, war eine Sache, die beruflich zu tun hatte, wo ich in einer Ausbildung war und signalisiert wurde während der Ausbildung, dass ich vielleicht das nicht schaffe. Ja, aber da ging es dann um dich, um deine Person und um dein Fortkommen. Ja. Mhm. Mhm. Es ging nicht um eine andere Person. Nein. Nee. Ja. Empfindest du das als Defizit oder sagst du, ich kann ganz gut damit leben, so wie ich bin? Nein, ich empfinde das schon auch als Defizit, weil ich eben das auch immer wieder feststelle, dass das auch Freunde eben als Defizit empfinden, wenn man nicht entsprechend reagiert oder wenn man das entsprechende Mitgefühl eben nicht mitbringt. Das wird ja auch erwartet von anderen. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass Freunde von dir halt auch das Gefühl haben, die kann auch nie Mitleid empfinden, wenn es mir mal sehr dreckig geht. Weil sie wird dann sagen, naja, so ist halt der Lauf der Dinge. Ja, genau. Und es ist ja auch im Umkehrschluss so, dass man sich auch nicht so für andere mitfreut. Mhm. Also es ist ja auch andersrum so. Mhm. Würdest du sagen, dass du eine sehr narzisstische Person bist, eine sehr egozentrische Frau? Ich würde das von mir selber wahrscheinlich nicht sagen. Wahrscheinlich würden das andere von mir sagen. Aber das kann ich selber, glaube ich, nicht beurteilen. Aber interessant ist ja, dass du sagst, das schlägt in beide Richtungen. Ich kann so mitfühlen im Negativ, also im traurigen Sinne, mit Leid empfinden. Ich kann mich aber auch nicht großartig freuen, wenn jemand irgendwas Tolles erlebt in meinem Umfeld. Nee, genau. Das ist im Umkehrschluss auch so, dass ich dann denke, das ist vielleicht sogar fast manchmal mit Neid verbunden, dass ich denke, warum passiert ihm jetzt was Gutes und mir nicht? Vor was hast du die meiste Angst? Die meiste Angst? Spontan fällt mir da, glaube ich, gar nichts zu ein, wovor ich Angst habe. Ich glaube, ich hätte Angst, alleine zu sein. Mhm. Mhm. Bist du alleine im Moment? Jetzt, gerade wenn wir telefonieren. Nein, das meine ich nicht. Ja, nee, das meine ich nicht. Also, ich meine, hast du einen Partner oder eine Partnerin? Nein. Nein. Wie lange schon nicht? Schon ein paar Jahre. Ah. Empfindest du das als Lücke in deinem Leben? Manchmal schon, ja. Nur ist es auch schwer, für einen Partner damit umzugehen, ne? Das weiß ich nicht. Ich habe das in dem Zusammenhang ehrlich gesagt noch nicht so gesehen. Also, ich glaube, das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass ich eben sehr viel arbeite und so weiter. Ich setze das jetzt nicht so in den Zusammenhang mit dem Thema, aber. Mhm. Aber ich meine, wenn man sehr nah mit dir zusammen ist und eine Partnerschaft hat, kriegt man natürlich diesen Charakterzug oder diese Polung in dir kriegt man natürlich mit. Das ist ja klar. Möglicherweise, ja. Na, aber hallo, aber sicher. Darf ich fragen, was du vom Beruf machst? Ich bin Journalistin. Du bist Journalistin? Ja. Also eine Kollegin? Ja, sozusagen. Ja. Und eine sehr ehrgeizige Kollegin? Ja, das heißt, du weißt über dich Bescheid, um diese Eigenart, will ich es mal so nennen. Ja. Aber man kann ja auch direkt da gar nichts gegen tun, ne? Nicht so richtig viel. Also ich denke halt, dass ich mich gebessert habe schon, weil ich eben auch Freundinnen habe, von denen ich gelernt habe und von denen ich mir Dinge abgeschaut habe und auch weiß, was erwartet wird. Und ich denke, ich kann das dann auch ein Stück weit eben... Ja, aber das ist schon wieder eine interessante Formulierung, wenn du sagst, ich weiß, was erwartet wird. Das heißt, dann stellst du dich nur in deinem Verhalten darauf ein, aber du empfindest es nicht wirklich so. Nee. Ja, nee. Nein, das ist eine ganz interessante... Halt ich glaube, aber ich kann das auch so dann ganz gut rüberbringen, dass das jetzt nicht unbedingt jeder bemerkt. Also ja, davon bin ich überzeugt. Aber wir kommen an einen Punkt und wir kommen zu einer sehr interessanten, fast philosophischen Frage. Kann man Mitgefühl oder Mitleid lernen? Kann man das trainieren? Ich weiß es nicht. Ich glaube schon. Ich glaube, dass das schon erlernt ist. Also ich glaube auch, dass der Grund, warum das bei mir eben so ist, dass das auch ein Stück weit eben daher rührt, dass ich es halt nicht gelernt habe, dass das in meiner Familie halt auch nicht üblich war. Das heißt, du kommst aus einem kalten Elternhaus. Genau, also wenn ich früher als Kind mal geweint habe, dann hat meine Mutter immer gesagt,
ja, jetzt hör mal auf, dir selber leid zu tun, jetzt ist mal gut. Ah ja. Da war dann auch nicht irgendwie mit Trösten oder irgendwie sowas angesagt. Okay, dann würde ich die Frage anders formulieren. Kann man es im Nachhinein trainieren und lernen? Ein Stück weit. Ich glaube, man kann das wahrscheinlich nicht so aus vollem Herzen, wie ich das bei anderen beobachte und wie ich das bei Freundinnen beobachte, die halt wirklich... Hältst du denn persönlich das für eine gute, eine erstrebenswerte menschliche Eigenschaft, Mitleid wirklich zu empfinden und mitfühlen zu sein? Findest du das einen? Ich glaube, mitfühlen zu sein ist schon gut und auch erstrebenswert, aber ich glaube, es kann auch wieder in ein anderes Extrem umschlagen, dass eben Leute sich zu sehr Dinge von anderen zu Herzen nehmen, dass es dann schon wieder sie zu sehr belastet, dass sie dann mit ihrem eigenen Leben gar nicht mehr klarkommen, weil sie sich zu sehr mit anderen Dingen belasten. Also ich glaube, da gibt es einfach zwei Seiten. Der Mittelweg wäre wahrscheinlich das Beste. Ja, also ich habe jetzt gehört, dass du auch sehr reflektiert an die Sache rangehst und auch an dich rangehst und selbst dieses Problem auch so im Visier hast oder dieses Phänomen, sagen wir es so. Ja. Ja, dann wünsche ich alles Gute. Und ich wünsche, dass es dir schon gelingt, das noch ein wenig zu erlernen und dann auch wirklich nachzuempfinden und das nicht nur zu spielen oder so. Arbeite dran. Alles Gute wünsche ich dir. Dankeschön, Domian. Tschüss. Tschüss. Und hier ist Lydia. Lydia ist 19. Guten Morgen. Hallo, Domian. Hallo, Lydia. Jetzt haben wir gar nicht mehr so viel Zeit, sehe ich gerade. Ja, das ist nicht so schlimm. Also wir legen gleich los. Ja, ganz genau. Du bist auch eine Frau, die nicht gut mitfühlen kann? Ja, ganz genau. Also wenn es um andere geht, eigentlich schon. Also ich bin schon ein ziemlich mitfühlender Mensch. Aber wenn es um familiäre Sachen geht, beziehungsweise auf meine Mutter bezogen, halt gar nicht. Weil, man muss dazu sagen, wir hatten früher ziemlich viel Stress. Sie hat mich ziemlich früh bekommen, mit 19 halt, also quasi in dem Alter, wo ich jetzt bin. Und es war vielleicht auch nicht wirklich ganz einfach. Sie hat damals im Osten halt gelebt und ist halt dann nach Niedersachsen gekommen, ganz alleine halt mit mir. Und das rechne ich ihr auch hoch an, auf jeden Fall. Aber es war dann halt irgendwann, ja? Aber eigentlich wollte sie dich nicht. Ja, also ich weiß es halt nicht. Also manchmal denke ich mir, sie bereut es, dass sie mich bekommen hat. Und entsprechend kühl hat sie sich dir gegenüber auch verhalten? Ja, auf jeden Fall. Also das, wir hatten so bis ich ungefähr in die Pubertät kam, hatten wir eigentlich ein gutes Verhältnis. Aber ich kam dann halt in die Pubertät und ich weiß nicht, ich glaube, sie ist mit meinem Lebensstil nicht klargekommen, weil sie halt diese Ossi-Lebensweise, sage ich jetzt mal, halt noch kennt von früher. Und das hat halt gar nicht in ihr Bild gepasst. Und sie wurde dann halt nochmal schwanger mit meinem kleinen Bruder. Da war ich ungefähr 11. Ja. Er ist dann zur Welt gekommen, wo ich 12 war. Und dann ging es halt richtig los. Ne? Also wir haben uns überhaupt nicht mehr verstanden. Und das lief dann irgendwann so weit, dass ich halt ins Heim gegangen bin. Ach so. Mit 13,5. Aber deine Mutter lebt hoffentlich noch? Ja, meine Mutter lebt noch. Und ist auch gesund? Ja. Dennoch hast du kein Gefühl für sie? Nein. Also dir wäre es auch egal, was mit ihr geschieht? Ja, so hart sagst du das? Ja. Dir wäre es auch egal, wenn sie jetzt schwer krank würde? Ja, was heißt egal? Also jetzt egal nicht wirklich, aber es wäre schon schlimm für mich. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sagen würde, okay, vielleicht ist sie jetzt irgendwann nicht mehr da, weil ich bin da eher ziemlich emotionslos. Also schlimmer wäre es jetzt, wenn was mit meinem kleinen Bruder passieren würde. Also bezieht sich das Gefühl wirklich, so wie du es gerade am Anfang gesagt hast, ausschließlich auf die Mutter? Ja. Wie ist denn der Kontakt? Oder gibt es gar keinen Kontakt im Moment? Also es gibt Kontakt. Der Kontakt ist eigentlich auch gut. Aber ich bin halt der Meinung, und das ist auch 100% so, das war schon mal so bei uns, dass alle Probleme, die irgendwann mal da waren, die wurden einfach totgeschwiegen. Und da wurde nicht mehr drüber gesprochen. Und man muss dazu auch sagen, ich bin dann aus dem Heim ausgezogen und bin dann halt in die harte Drogenschiene reingekommen. Das hat sich so langsam dann ergeben. Und sie wusste dann noch irgendwann davon, hat unter Umständen davon erfahren. Und ich habe jetzt immer noch quasi meine Rechnung dafür zu begleichen, die Psychischkeit. Und dafür bringt sie mir auch überhaupt gar kein Mitgefühl entgegen. Kein bisschen. Verstehe. Also ist das gegenseitig, die ganze genau. Sache. Lydia, meine Sendung ist jetzt vorbei. Wir rufen dich jetzt aber gleich nochmal an. Leg du mal bitte auf und wir melden uns gleich nochmal. Okay, tschüss. Ihr Lieben, das war's für heute. Und ich bedanke mich bei Gero Kuntermann in der Technik.